Willkommen bei diesem Beispielvideo zum Thema Umformen von Formeln. Wir sehen vor uns eine Formel aus der Physik, und zwar gibt sie den Zusammenhang zwischen Widerständen bei einer Parallelschaltung an. R steht für den Gesamtwiderstand und R1, R2 für die Einzelwiderstände. Die Formel lautet: 1 durch R ist gleich 1 durch R1 plus 1 durch R2. Gefragt ist nach der Variablen R1. Der einfachste Weg ist es hier sicher, die Gleichung, die Formel, mit jenem Term zu multiplizieren, der alle Nenner eliminiert. Das ist in diesem Fall der Term R mal R1 mal R2, das kleinste gemeinsame Vielfache. Die linke Seite liefert R1 mal R2. Das R kürzt sich hier aus diesem Produkt mit dem Nenner weg. Das heißt, es bleibt nur mehr R1 mal R2 im Zähler stehen. Auf der rechten Seite beim ersten Summanden kürzt sich das R1 weg. Das heißt, es bleibt noch R mal R2 im Zähler stehen und im zweiten Summanden kürzt sich das R2 weg, wenn wir mit diesem Term multiplizieren. Das heißt, es bleibt noch R mal R1 übrig. Im nächsten Schritt subtrahieren wir von beiden Seiten der Gleichung den Term R mal R1, damit auf der linken Seite R1 isoliert ist. Wir erhalten R1 mal R2 minus R mal R1 ist gleich R mal R2 plus R1 minus R1 heben sich auf. Jetzt müssen wir noch das R1 herausheben. In der Klammer bleibt dann stehen R2 minus R ist gleich, die rechte Seite bleibt unverändert. Und wir sind schon fast am Ende, müssen nur noch in einer letzten Äquivalenzumformung die Gleichung, die Formel durch die Klammer dividieren. Dividiert durch R2 minus R und das bringt uns zum Endergebnis. R mal R2 gebrochen durch R2 minus R. Und damit haben wir dieses wirklich herausfordernde Beispiel richtig gelöst.